Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny 2 Season 22, Season of the Witch. Ja, da sind wir wieder. Wir sind gerade eben reingekommen, ich war gerade in der Queue, sitze hier parallel noch im Discord, habe mich da gerade im Fullmute gesetzt, ne? Und wir schauen uns einfach jetzt mal die Story der Woche 2 an. Let's go! Okay. So, ich muss ganz kurz mal gucken, was haben wir für Waffen. Ich nehme einfach mal fix wieder die Dämmerklinge und die Sunbracers. Dann die Rufus Mut ist in Ordnung. Ah, sollte passen. So. Okay, was wartet denn in Woche 2 auf uns? Eris Maw möchte mit dir im Athenäum sprechen. Dann tun wir das doch gleich mal. Let's do this. Ja, wir gehen zur Helm. Wie findet ihr bis jetzt die neue Season? Schreibt mir doch mal was dazu. Ich finde es bis jetzt gelungen, tatsächlich. Den Rest schauen wir uns ja dann noch an. Bin auch dabei für Freitag, was einzuplanen. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch die FPS-Anzeige. Die muss natürlich raus. Upp. So. Sollte ich heute ein bisschen komisch weit wegklingen und sowas, ich habe eine andere Aufnahmeposition, weil ich mit meinem Vater den Stuhl getauscht habe, weil ich habe mir einen neuen bestellt und der ist noch nicht da. Mein Alter hat aber komplett den Geist aufgegeben, der hat einfach einmal die Grätsche gemacht. Und deswegen, und seiner ist aber höher, weil wir da den Dämpfer schon mal getauscht haben und der war aber höher als meiner. Deswegen sitze ich ungewohnt. So, hier haben wir noch ein paar Terminal Overload Keys. Okay, let's do this. Hallo Krähe. Und einmal ins Athenäum. Ja. Gut. Athenäum. Savatuns Thronwelt. Savatuns Thronwelt oder Savatuns Thronwelt? Wo ist Tante Eris? Interagieren. Kommst du jetzt her? Sei gegrüßt, Hüter. Ich fokussiere meinen Willen und mache mich bereit, die Ritualstätte erneut zu betreten. Bei meiner ersten Verwandlung dachte ich, ich werde zu etwas Größerem. Stattdessen brachen meine Zweifel weg und ich war vereinfacht, verfeinert. Obwohl ich zur Schar gehörte, war ich mehr ich selbst. Ich erzählte Ikora davon und sie runzelte die Stirn. Aber darüber kann sie sich später Gedanken machen. Jetzt brauche ich Tribute. Schwertlogik mag Scharphilosophie sein, aber die Tribute der Macht sind echt. Wenn ich sie absorbiere, spüre ich Hoffnung. Kämpfe in meinem Namen, Hüter. Jeder besiegte Gegner stärkt mich. Von Lord Shecks Schmelztiegel bis hin zu Savatuns Thronwelt. Die Schar glaubt, nur die Stärksten verdienen es zu leben. Wenn eine Königin ihre Macht nicht halten kann, muss sie verraten werden. Ich spreche ihnen ihr Dogma nicht ab. Ich verkörpere es. Eris Maw begrüßt sich in ihrem Athenäum in Savatuns Thronwelt. Sie fokussiert sich, bevor sie wieder ihre Scharform annimmt. Trotz ihrer physischen Veränderung glaubt sie nicht, dass das Ritual allzu großen Einfluss auf sie hat. Bei meiner ersten Verwandlung dachte ich, ich werde zu etwas Größerem, offenbart sie. Stattdessen brachen meine Zweifel weg und ich war vereinfacht, verfeinert. Obwohl ich zur Schar gehörte, war ich mehr, ich selbst. Sie erklärt, dass deine Tribute ihr entsprechend der Schwertlogik der Schar-Philosophie Macht gewähren. Die Schar glaubt, nur die Stärksten verdienen es zu leben. Wenn eine Königin ihre Macht nicht halten kann, muss sie verraten werden. Ich spreche ihnen ihr Dogma nicht ab. Ich verkörpere es. Okay, was sollen wir denn als nächstes tun? Sollen uns Eris Geschichte anhören? Fahre mehr über die Schwertlogik? Okay. Story? Oh ja. Nice. Die Schwertlogik. Die Triebkraft der Schar. Oryx, König der Besessenen, Bruder von Savatun und Zivu Arad, folgte einem Flüstern der Würmer auf Fundament und hiefte diese Wahrheit aus der Tiefe.
Alle Dinge müssen ihr Existenzrecht beweisen. Der Rest geht grausam unter. Es gibt kein Entkommen, keine Ausnahmen. Einfach, essentiell, wertvolles Wissen. Oryx führte seine Schwestern den Klingenpfad hinab. Wir kämpften gegen viele Grausamkeiten. Das hat uns verändert. Dadurch sind wir stärker geworden. Und frei. Wir werden die Werkzeuge unserer Feinde nutzen. Sivu Arad glaubt, jeder Tod beweist die Schwertlogik. Dass sie die falsche Form der Lüge des Reisenden mit ihrer Klinge durchtrennt. Doch sie braucht ihre Wahrheit, sucht verzweifelt nach Rechtfertigung. Sie will eine Welt ohne Kummer, ohne Mitleid, ohne Zweifel. Nicht böse, nicht schön. Ein kindischer Aufschrei. Die Schar nennt uns Lügner. Unfrei. Leugner der ewig scharfen Wahrheit. Doch ich akzeptiere die Macht der Schwertlogik nicht aus Verzweiflung, sondern Verlangen. Für Crota. Oryx. Savatun. Ich nutze ihre Schlechter als Messer. Die Schar versteht es so gut wie jede andere Logik. Ich bin hier. Sie sind es nicht. Aha. Crota wird in Zusammenhang gebracht. Ja, der kommt ja Ende der Woche zurück, der Raid. Stimme dich auf ein Element am Ritualtisch von Eris Morn ein und erweitere so dein Verständnis über die Schwertlogik. Okay. Können wir jetzt mit diesen Dingen agieren? Weil wir hatten das in Savatun und Sol, da waren dann immer so eine Karten wie da. Und die waren dann immer so arg und sonst was. Und das war noch nicht möglich letzte Woche, weil wir können ja hier gucken. Wir haben die 5 Hauptkarten. Und auch schon ein paar Nebenkarten tatsächlich. Ja, wir haben ein bisschen gesuchtet. Gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Beim Lesen von Elvis Notizen über die Schwertlogik und die Geheimnisse der Schar wird dir klar, dass sie glaubt, sich noch mehr Macht über die Thronwelt aneignen zu können, wenn sie Savatuns Experimente mit dem Licht weiterführt. Wenn du dich auf ein Element einstimmst, kannst du Savatuns Säule effizienter erkunden und deine eigenen Fähigkeiten stärken. Wähle ein Element und beginne mit dem Ritual. Deine Entscheidung hat Einfluss auf deinen ersten Premium, aber letztlich wirst du dich auf alle Elemente einstimmen können. Okay, dann beginnen wir heute mit der Solareinstimmung. Okay, das machen wir. So, besiege mit deinem ausgewählten Schadenstyp Kämpfer in Savatuns Thronwelt oder in saisonalen Aktivitäten. Das Besiegen von mächtigen Kämpfern gewährt Bonusfortschritt. Ich würde sagen, dann spielen wir einmal Säule. Das macht ja eigentlich am meisten Sinn. Dann holen wir uns das hier auch gleich. Präzisionsschaden, ja, das wird nichts werden. Der Geschwertlebe Nahkampf sowie Altäre, ja, ich hole mir das gleich. So, dann können wir noch eine Waffe kaufen. Können wir nicht. Wird das nicht normalerweise garantiert Red Border? Hatte ich das nicht schon freigeschalten? Oder habe ich das jetzt einmal bekommen, so dass die nächste? Moment. Sicher Hexenengramme. Nächste und nächste Mal, die du damit schwörst, wird wenn möglich mit dem Blickmanns ausgestattet. Oder. Ach nee. Okay. Gut. Dann. Sollen wir jetzt einfach irgendwas machen? Also ich könnte jetzt theoretisch einen Raid laufen. Ich könnte Savatuns Säule laufen. Ich könnte Altäre laufen. Ja. Irgendwie sowas. Okay. Ist das Bob? Täuscht das oder ist das hier leicht verschoben mit dem X und alles? Na, Ika. Gut, dann laufen wir einmal Savatuns Säule. Mit Fähigkeiten.
Das kriegen wir ja, denke ich, mal hin. Wo wollte ich hin? Zielorte, genau. Sabatons Stromwelt. Bei der Reflexion Wahl. Nö, Sabatons Stromwelt will ich nicht. Die Helm zählt tatsächlich, also das hier zählt auch als Sabatons Stromwelt. Dem würde ich einfach sagen, wir laufen Sabatons Stromwelt und gucken gleich mal wegen der Einstimmung. Wir haben natürlich Leere und Strang. Was habe ich für eine Waffe dabei? Ich habe eine leere Waffe dabei, ich bräuchte eine Solarwaffe. Habe ich wieder nicht, ne? Hä? Ach so. Hab ich irgendwo eine Solarprimärwaffe? Weil es geht ja darum. Wir haben ja. Das Problem. Dass wir da die verschiedensten Elemente brauchen. Tatsächlich keine Solarprimärwaffe. Machen wir es so. Okay, dann let's go. Ich weiß nicht, wenn sich was verändert, schneide ich es rein. Ansonsten mache ich es halt so, wie ihr es schon von mir kennt, im Schnelldurchlauf. Wir werden es sehen. Das war jetzt easy. Wir haben das fertig. Schon, tatsächlich. Spielen es jetzt natürlich trotzdem noch zu Ende im Schnelldurchlauf, aber wir haben es schon fertig mit den Solardingern. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auf AdClear gespielt. Weil mit Solar-Granat-Spam. Granatem-Spam. Ist das ein Klacks, das schnell zu machen? Je schneller wir das erledigen können, desto schneller kann sie es beenden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich sehe den Blick in ihren Augen, wenn sie diese Tribute bekommt. So. Hä? Sind diesmal hier keine Runen? Sind die diese Woche woanders versteckt? Das würde ich natürlich cool finden. Tatsächlich. Aber hier ist... Hä? Traf ich jetzt nicht... Irgendwas übersehen? Ich meine, klar, hier geht's weiter und hier rennt auch schon wieder einer wunderbar vor. Oder die Arkus-Einstimmung. Ich finde hier keine Runen mehr. Das ist jetzt gerade weird. Oder gibt's diese Woche keine versteckten Truhen? Bei letzter Woche konnte man hier noch versteckte Runen abschießen, dann gab's dafür Belohnung. Ich finde ehrlich gesagt nichts. Ah, guck mal hier. Vor Solareinstimmung. Ach so. Bin noch nicht eingestimmt. Jedenfalls noch nicht genug für das Spiel. AD. Na, mal gucken.
immer ein bisschen die Augen offen halten, aber ich muss mich dann noch mit dem klaren Makrot schließen. Udi, spielen mal weiter. Hier sind keine Runen, oder ist mein Spiel buggy? Dann. Okay. Mir gefällt nicht, was aus dir geworden ist. Ich verstehe deine Sorge, Ikora. Sehr schön. Doch ich frage mich, wenn ich eingeschlossen würde und weiterhin zur Schar gehörte, die verdeckte Karte haben wir schon mal gekriegt. Würdest du dich dann auch um mich sorgen? Okay. Natürlich würde ich das. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. So, einmal bewerten. Dann. Ja, abgeschlossen haben wir das ja schon nach der ersten Phase. Ich wollte nochmal gucken wegen den Routen, das also, aber es ist alles nicht da irgendwie. Das ist, ihr bewertet nicht? Okay. Gut. Ah, doch. Wollte sagen, ein bisschen Wertschätzung brauchen wir am Anfang der Season noch. Sonst wird das schwer mit dem Hüterrangaufstieg. Okay. Wir fliegen jetzt mal kurz in Orbit. Ich muss mal ganz schnell wohin. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir sollen jetzt was tun? Stimme dich auf die Elementarrunen der Schar in den verlorenen Sektoren von Sabatons Thronwelt ein. Die Stimme wird auch Metamorphose durchgeführt. Sollen also einfach nur in Lost Sektor laufen oder wie muss ich mir das jetzt hier gerade vorstellen? Gucken wir mal. Was sind eigentlich die saisonalen Herausforderungen? Schließe die Woche 2 ab. Leere Akkus oder Solar. Oh. Sabatons Säule auf der Schwierigkeitsstufe legendär. Oh. Deck des Flüsternskarten, 3 von 7. Champions betäuben. Hüter im Gambit oder Schmelztiegel. Oder Gambit.
Okay. Wir sollen Los Sektoren laufen. Machen wir. Was nehmen wir für Waffen mit? Die reicht. Ich bitte wieder meine Dienstvergehen und die. Das Eremit. Mal gucken. So. Thronwelt. Wird mir ein bestimmter Sektor angezeigt? Ja. So nach Miasma. Dann let's go. Dann gucken wir gleich mal bei Finch auch noch ein paar Bounties an. So, einmal zu Finch. Vielleicht kannst du dir da einen Reim drauf machen. Den Scheiß holen wir auch gleich noch ab. So, Prezi-Kills, Arkos-Kills, Energiewaffen-Kills. Schnell besiegen. Energiewaffen-Kills. Kriegen wir. So, und jetzt. Gib ihm. Yalla. Im besten Fall irgendwo noch eine Flagge, dass ich mir ein bisschen Energiewaffenmunition holen kann. Wäre es cleverer gewesen, hier nochmal wieder reinzufliegen, glaube ich. Wenn das noch funktioniert. So, boah, ist jetzt echt ungewohnt. Weil wenn ich spiele, spiele ich ja meistens auf dem zweiten Monitor und in so typischer PlayStation-Manier-Haltung. Oh ja. Gib mir das Banner, gib mir das Banner. Thanks. Das ist Altar der Reflexion, scheiße. Hier muss ich nicht hin, oder doch? Doch, hier muss ich rein. Guck an. So, Wegpunkt entfernen. Und rein hier. Wir sollen Energiewaffen-Kills machen. Machen wir. Ist gar kein Problem. Metamorphose, Savatons Thronwelt, verlorener Sektor. Hier. Solarun. Okay. So. Kurz umgucken, nicht, dass hier noch irgendwelche versteckten Runen sind. Aber nur die eine. Ne, hier ist noch eine. Sind die auch angefasst? Ja. Lava-Waffenboost mal zwei. Hey.
Mann, was hing ich denn jetzt hier gerade? Also diesen Sektor. Wo muss ich jetzt hin? Hier oder hier? Ich würde sagen, das hier ist optional, deswegen gehe ich einfach mal hier hin. Oh! Ich habe gerade hier ist eine Barriere. Mittig auf den Element auf die Elementarruhen der Schalen, den verlorenen Sektoren von Savatons Stromwelt. Einstimmung auf Metamorphose ausgeführt. Ja, habe ich doch. Da habe ich jetzt die Elementarruhen übersehen. Eins, zwei. Suchen wir alles ab. Haben wir jetzt Zeit. Nein. Brennt. Das hier haben wir auch. Das haben wir. Haben wir schon vier. Muss aber echt alles absuchen, wa? Hier sind keine Runen mehr.
Wo lande ich jetzt? Hilfe? Hilfe? Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Totale Reflexion. Nee. Oder doch? Nee, hier will ich doch gar nicht hin. Schick zurück in den Sektor. Stimme dich, suche die Elementarrunen der Schar in den verlorenen Sektoren von Savatons Truppe und nutze die darin liegenden arkanen Mächte. Ach schön! Ja Leute, ich renne den Sektor jetzt nochmal durch und guck nochmal, ob wir irgendwelche Runen mehr. Wir haben jetzt 4 Stück oder so noch gehabt. Mal gucken, ob ich irgendwo einen übersehen habe. Ich mach das im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Wow. Ernsthaft. Okay. Ab in die Helm. Gott sei Dank. Alter, ich habe ja gerade echt damit zu sagen, ob ich zu blöd bin, eine Aufgabe zu erledigen, ne? Also wirklich. Ich habe einfach nur eine Rune übersehen. Ab in die Helm. Gott sei Dank. Ja, das war jetzt alles ein bisschen länger, aber ich stolz. Ach, 48 Minuten roh. Das Video ist jetzt auf Verbindung gesappelt und ein bisschen hier und da und zusammengeschnitten, das alles für euch, dann geht's, dann habt ihr eine relativ kurze Folge. Ich sehe gerade schon, mit mir sind vier Leute online. Mal sehen, ob die gerade schon verzweifelt sind, vielleicht kann ich ja schon flexen, sollen oder so, ich hab fertig, aber ich glaub's nicht. Ich glaube, die werden zusammenarbeiten und werden das dann auch schneller finden als ich. Ich war jetzt auch eben drauf und dran, als ich jetzt zurück bin und die Truhe geplündert habe. Und da ist wieder nichts passiert, da war ich drauf und dann mich zu ermuten und zu fragen, Leute, was muss ich machen? Also da war ich jetzt eben echt drauf und dran. Da hat jetzt eben echt nicht viel gefehlt. Und jetzt sollen wir noch zum Funkgerät gehen. Machen wir aber gleich. Ich will erstmal gucken, was die Karten sind. Ob das eine Hauptkarte oder eine Nebenkarte ist. Aber wir haben jetzt 3 verdeckte Karten oder sowas. Jetzt wieder. Hauptkarten wäre natürlich schön wegen Leveln und alles. Halt, das muss ich hier machen.
So, oh. 4 Karten haben wir. Das ist eine Hauptkarte, jede Wette. Genau, nämlich die... Die 8. Nehmen wir gleich mal an. Das ist eine Nebenkarte. Die sagt Wache, der... Ich kann nicht sehen. Es besteht eine geringe Chance, dass du durch Öffnen von einer Hexenton einen Hexenschlüssel enthältst. Aha. Das ist auch eine Nebenkarte. Geladene Solar-Säulenkristalle fügt einen Stapel Wiederherstellung hinzu, wenn du einen Solarkristall in Saison der Hexaktivitäten trägst. Sehr gut. Und wir haben noch einen Aszendentenbogen. Nice. Okay, wir haben jetzt hier noch eine Quest. Ja, die machen wir, müsst ihr dann selber machen. Das zeige ich nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Wir hören uns jetzt noch das Funkgerät an. Und dann war's das für diese Woche. Haben wir hier was? Abholen? Im Aufkommtisch neben deinem Beutel liegt eine Notiz von Iris Mornhüter. Schamagie ist Seelenfeuer, Schärfe und Schatten. Sie ist unermüdlich, sie ist hungrig. Aber auch wenn wir uns in die Dunkelheit wagen, ist unsere Neugier von Gewalt geprägt. Halte diese Prämie und hol dir dann nächste Woche wieder und wieder. Für alle Zeiten. Mein Appetit auf deinen Tribut wird nur noch größer. Danke, Tante Iris. Für die Red Border. Dass wir wieder schön die Red Border zusammensammeln. Okay, dann auf zum Funkgerät und dann wird's das, denke ich, gewesen sein. Hoffe ich. Vielleicht kommt jetzt auch Gesabbel und dann geht's weiter. Sie haben es auf jeden Fall ein bisschen anders aufgezogen. Es gefällt mir gut. Es ist nicht immer dasselbe. Bis jetzt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr Hüter heute was über Schwertlogik gelernt habt. Wollt ihr etwa Axel Wu Arat mit Philosophie besiegen? Alles klar. Ich zeig dir mal was. Sabatun hat Aufzeichnungen geführt. Ich habe mir mal angeschaut, was sie gegen ihre Schwester in der Hand hat. Dabei habe ich eine uralte Aufzeichnung gefunden, kurz nachdem ihr Hüter Oryx in den Orbit des Saturns befördert habt. Nenn es Primärquelle für dein kleines Forschungsprojekt. Unser Bruder ist tot. Ich überrache, so wie er es für seinen Sohn tat. Haben den Tod verdient. Das passt doch zu deiner Logik. Oryx war ein Heuchler, genau wie du. Er hat uns geliebt. Er ist unserem Tod nachgegangen. Und ihn, die Stadt hielt, die das Schwert seiner Niederlage schärfte, tat es ihm gleich. Sie nimmt seine Hölle. Wenn ihre wahre Form sichtbar wird, treffen wir sie auf dem Klingenpfad. Du bist so ein selbstgefälliges Kind. Oryx hat dich verwöhnt. Nicht jeder will so sein wie du. Und es läuft nicht immer nach deiner Nase. Ich werde meine Stärke an ihrer Wut testen. Und sie wird unsere Logik bestätigen. Ist euch klar, was ihr Hüter getan habt? Ist euch klar, was hier vor sich geht? Xivu Arat denkt, dass Eris eine von ihnen ist, eine Art Nachfahrin von Oryx. Ihr Ritual unterstreicht diese Theorie auch noch. Das gehört alles zu Sabatuns Plan, aber ich frage mich trotzdem, was zum Henker denkt Eris, was sie da tut? Okay, wir sollen tatsächlich nochmal zu Eris gehen. Es geht tatsächlich noch weiter. Ich finde es gut, dass sie diese Funksprüche jetzt endlich mal eingebaut haben, weil davor waren die alles plus zusätzliche Lore. Die hätte man ja natürlich auch super einbauen können, das haben sie jetzt anscheinend getan. Mal gucken, was Iris dazu sah. Vor allem, wenn sie so interessant, wie Sabaton über ihren Bruder gedacht hat. Da steht sie ja. Königin Iris Morn. Hey, Iris. Hab von unseren komischen Anhängern gehört. Obwohl, wenn die nicht komisch sind, sind sie es wohl nicht weiter wert. Scheint zumindest so. Bist du hier, um uns zu warnen? Vor den Verlockungen? Nee. Ich weiß, was du vorhast. Aber ich frage mich, wie es sich anfühlt. Es fängt mit einer wilden Vermutung an. Ich höre ein Flüstern, das wie meine Stimme klingt. Es wird lauter. Bis ich schreie. Meine Forderung verwandelt sich in eine Urangst.
in einen verzweifelten Drang. Einen unersättlichen Hunger, den ich stillen muss. Aber die Schar hat keine Angst. Sie sind voller Ehrfurcht. Sie erkennen meine Vergeltung. Und sie haben mich mit Vergeltung zurückbeschworen. Klingt nach einer wilden Fahrt. Ich will die falsche Logik der Schar unterwandern. Das kann ich nur mit dem, was ich bin. Und was ich nicht bin. Es ist eine wilde Fahrt. Hey, ich bin für dich da, wenn du die Sache überstanden hast. So wie ich. Hab Vertrauen. Nun. War gar nicht da anscheinend. Jetzt mal bitte am südlichen Flügel der Helm. Das war's dann jetzt. Mutig. Upsala. Da geht's gar nicht raus. Hier geht's raus. Finde ich gut. Ist jetzt wirklich besser als die letzten Seasons. Aber das war ja auch dringend notwendig. Überraschung, Sonnenschein. Ich dachte, ich sag mal über die alte Holotech hallo. Mir gefällt dieser Lass-uns-zusammenarbeiten-Plan nicht, aber ist schon okay. Ich hab meine Befehle. Ich spiele dir mal was ab. Immer, wenn ich verhindert bin, Haare aus. Der Zeuge wird die Fuhre zum Handeln zwingen. Dann erkennen sie, dass sie Informationen brauchen, die nur ich besitze. Irgendjemand wird sich auf einen Handel einlassen. Nicht Maura, die Arme. Eher Ikora. Oder ihre düstere kleine Mitläuferin Aris. Hilfe ihnen, egal worum sie bitten. Es wird sich schon lohnen. Und erzähle ihnen irgendwas Schlaues. Damit sie denken, die Idee kam von ihnen. Verstehst du das, Hüter? Savatun will, dass ich lieb zu euch bin. Aber das liegt mir nicht wirklich. Also nur zu. Stellt die Thronwelt auf den Kopf, gewinnt dann Stärke, dient Aris, bis sie eine fette Zecke wird. Das gehört alles zu Savatuns Plan. Und sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht, euer eigenes Grab zu schaufeln. Wichser. Ja, ja. Aber Imaro ist halt die Hexenkönigin. Imaro hackt sich in einer interessanten Übertragung in den Holoprojekte in der Helm, einen Auszug aus Savatuns Vorhersage. Was? Ja. Egal. Der Zeuge wird die Vorhut zum Handeln zwingen, sagt Savatun in ihrer Vorhersage. Dann erkennen sie, dass sie Informationen brauchen, die nur ich besitze. Irgendjemand wird sich auf einen Handel einlassen. Nicht Mara, die Arme. Eher Ikora oder die düstere kleine Mitläuferin Aris. Hilf ihnen, egal worum sie bitten. Es wird sich schon lohnen. Imaro stoppt die Aufzeichnung. Verstehst du das, Hüter? Sagt er mit spöttischem Grinsen. Nur zu, stellt die Thronwelt auf den Kopf, gewinnt an Stärke, dient Aris, bis sie eine fette Zecke wird. Das gehört alles zu Savatuns Plan. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht, euer eigenes Grab zu schaufeln, fügt er hinzu und schaltet die Verbindung aus. Okay. Evers Mom wird sich bei dir melden. Genau, das war die zweite Woche der Story. Sehr schön, das haben wir dann ja alles. Ne? Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Destiny 2, dann in Woche 3. Bis dahin. Ciao.